Hans-Jörg Herbst vom Kloster Meierau, was genau bedeutet dieser Brand jetzt für das Kloster Meierau? Zunächst müssen wir jetzt einmal den Schaden ermitteln und warten natürlich auch die Ergebnisse der Brandermittlung ab und werden dann halt unsere weiteren Schritte überlegen. Nächste Woche wird es starten. Kann man schon sagen, um welche Schadenssumme es sich in etwa handelt? Ist momentan noch nicht bezifferbar. Nein, nicht einmal in etwa, leider. Was genau sind die weiteren Schritte, sobald die Brandursache geklärt ist? Gut, wir werden mit der Versicherung das weitere Prozedere klären, bis wann wir wieder in Produktion gehen können mit unseren Betrieben. Ja, und das ist im Moment terminlich noch nicht absehbar, bis wann das sein wird. Können Sie nochmal erklären, welche Betriebe genau betroffen waren? Es war betroffen der Tischlereibetrieb, ein eingepachteter Holzverarbeitungsbetrieb noch, die Hackschnitzelheizung und ein Holzlager.